7. April 2014, Dompropstei Köln. Im Vorzimmer mit der Skulptur von Josef Kardinal Frings empfing Dompropst Feldhoff den Essener Dompropst Thomas Zander. Im Gepäck der Bischofsstab von Kardinal Frings. Frings hatte diesen Bischof Luthe zu seiner Bischofsweihe geschenkt. Testamentarisch hatte Luthe festgelegt, den Stab nach seinem Tod wieder nach Köln zu geben. Auch Kardinal Meißner freute sich über die Aushändigung des Bischofsstabes an den Kölner Dompropst. Gemeinsam brachten die Pröpste mit der Leiterin der Domschatzkammer Dr. Leonie Becks den Bischofsstab in die Domschatzkammer, wo die Leiterin den Stab in einer Vitrine installierte. Ja, der Stab ist der zweite Bischofsstab, den Hildegard Domitzlaff überhaupt geschaffen hat. Sie war also noch ganz junge Bildhauerin und wurde dann im Nachhinein mit vielen Aufträgen betraut, Bischofsinsignien anzufertigen für zahlreiche Bischöfe. Sein ursprünglicher Bischofsstab hatte Kardinal Frings an seinen Geheimsekretär, den späteren Bischof Luthe, vermacht. Und nach seinem Tode jetzt im Januar hat Bischof Luthe ihn testamentarisch wieder an den Kölner Dom zurückgegeben, weil es eben ursprünglich der Stab von Kardinal Frings war und er war der Meinung, dass er hier nach Köln gehört. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt hier in der Kölner Domschatzkammer ausgestellt werden kann. Die Krümme des Stabes ist aus gegossenem Silber gefertigt. Dargestellt sind der gute Hirte mit dem verlorenen Schaf auf den Schultern und Orpheus mit der Lyra Rücken an Rücken. Am Knauf über dem Griff erkennt man die Gottesmutter Maria, den heiligen Josef, sowie den heiligen Quirinus. Also Frings hat den Stab geschenkt bekommen von seiner Pfarre, St. Quirinus in Neuss. Deswegen ist der Quirinus auch dargestellt. Eine bedeutende kunsthistorische Arbeit ist das auch. Also von daher ein besonderer Wert. Und in der ganzen Ikonografie, die Figuren, die dargestellt sind, ist das absolut sehenswert. Das muss man dann im Einzelnen anhand des Stabes erklären. Das ist ein sehr schönes Stück und ein wichtiges Erinnerungsstück. Auch Thomas Zander war überrascht und froh, dass der Stab schon an diesem Tag so wundervoll präsentiert wurde.